Lol, da wurde gerade eine Prostituierte überfahren. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu The Lost. Hier ist auch schon Terry. Ich habe den guten Kumpel von mir angerufen. Einfach weil ich ein bisschen... Ja, genau. Ich brauche ein bisschen Waffen. Wir gucken einfach mal, was wir so haben. Also, hier haben wir noch mehr als genug Munition. Hier auch. Bei den Rohrbomben bin ich mir nicht ganz sicher. Ein Messer haben wir auch. Das brauche ich alles nicht. Molly brauche ich auch nicht. Die Schrot brauche ich auch nicht. Ich bin im Überlegen, ob ich bei der Sturmschrotflinte noch ein bisschen Munition kaufe. Das... Ach, mehr kann ich auch gar nicht tragen. Ach, lol. Ja, ich sag's mal so, die werden wir, denke ich mal, eh früher oder später verbrauchen. Eine Schussweste nehme ich mal noch mit. Und Sniper wollte ich mir nicht kaufen, aber ich wollte mir noch ein bisschen Sturmgewehr-Munition kaufen. Einfach, weil Sturmgewehre... Ja, komm, machen wir mal 300 voll. Und beim RPG bin ich mir sehr unsicher. Einfach weil... Nee, da haben wir noch, da haben wir noch. Und zur Not glaube ich auch, dass wir uns doch dann lieber den Granatwerfer holen sollten. Weil der nicht so teuer ist wie die RPG. Die ist halt eher mega teuer. Und der Granatwerfer, ich finde, der passt ein bisschen mehr zu Johnny. Ne? Also wisst ihr Bescheid. Rohrbomben haben wir noch 15, das reicht, denke ich mal, aus. Und diese... 9mm Automatik haben wir auch noch genug. Oh, das wollte ich gar nicht. Alles klar. Terry, ich danke dir. Der Wagen ist auch mega, mega geil. Und ich könnte jetzt was Fieses machen, aber ich mache es mal nicht. Ach, obwohl, ihr wollt es doch alle sehen, oder? Na, siehst du. Bisschen Explosion, Mensch, das ist ja auch nicht. Das, also falsch ist es in diesem Spiel nicht. Wir machen die Gym-Mission, habe ich mich heute dafür entschieden. Ich weiß nicht mehr, was ich in der letzten Folge gesagt hatte, welche Mission wir machen, aber ich mache jetzt einfach mal die Gym-Mission, nicht das Rennen, was hier stattfindet. Terry, pass doch mal auf hier. Ich weiß auch gar nicht, wo der jetzt hinfährt. Vielleicht fährt er zu seinem... zu seiner Garage oder so. Mal schauen, mal schauen. Ich guck, bin jetzt echt gespannt, was der werte Jim dann für eine Mission für uns hat. Und... Genau. Das war auch das, was ich ursprünglich machen wollte. Nicht. Bin halt nur gerade am Überlegen, ob ich hier noch zufällig irgendwie ein Restaurant oder ein... so ein Straßen... Straßen... Ja, da vorne. Oh, guck mal. Richtig cool. Kann ich mir nämlich Hotdogs kaufen und die füllen mein Leben wieder auf. Aber dazu stecke ich meine Knarre weg. Natürlich brauche ich einen Hotdog. Dafür gehe ich erst noch auf die richtige Seite. Er macht den Hotdog fertig. Und wir haben wieder volle Energie. Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Das ist wichtig für die Mission. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das eine irgendwie eine Bike-Mission, also mit viel Fahren, hin und her fahren ist. Oder eher eine Mission, wo man ein bisschen viel ballern muss. Denn die Gym-Missionen sind ja häufig... wirklich Action geladen, wenn man das mal so sagen darf. Und dementsprechend laufen wir rein und gucken, was uns erwartet. End of the chapter. Hey, here comes the big man. Gentlemen. Chatton and Johnny. Hey, what's your plan? We spoke to that fat fuck Brian. He wants to sit down, call a truce. Brian wants a truce? Yeah. Fuck that. Let's go get him. That's what I thought you'd say. Let's do it. Es geht also um Brian. Trifft dich mit Brian an den Docks. Alles klar, überhaupt kein Thema. Die Frage ist das weit weg? Ich glaube, es ist weit weg. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt... Aber die werden sowieso gleich wieder quatschen. Die haben ja immer sich was zu erzählen. Also sie sind alle ein bisschen eher kontra Brian, kann man dazu sagen. Ist ja aber auch nichts Schlimmes. Denn es gibt immer Menschen, die mag man und Menschen, die mag man nicht. Und ich muss wieder das Radio ausmachen, ist mir gerade schon wieder aufgefallen. Wie gesagt, tut mir leid, aber in GTA ist das mit dem Radio immer so eine Sache. Gerade wenn man aufnehmen will. Wie die da einfach alle gecrashed sind, richtig lustig. Ach cool, guck mal, ich habe sogar jetzt die falsche Dings genommen. Die
How's Jackie feel about what's going down? Wir sind gleich da. Und das sieht doch ein bisschen nach einem Schlachtfeld aus. Mal schauen, was passiert. Here comes Tweedledum and Tweedle fucking Dum. Fuck you. Billy was always good to you and you ratted him out. Billy's a one-way SOB and he don't give a shit about the Bronx. No, Yeah, you think Billy'd stick his neck out for you? You're dumber than I thought. You're dumber than I did. You're dumber than I did. I knew you'd say that. Just knew you'd say that. You're so predictable, well, Johnny Little Dickowitz. What a baby. And your babysitter, Billy, is on the inside now, so it's bedtime for you, motherfucker. Not your call, get to, boy. Get the fuck out of town. Not your call, to, boy. You're the one taking a nap. Put these assholes in the ground, brothers. Eieiei. Das sind die Lost-Verräter, sag ich jetzt mal. Und wisst ihr was? Ich hab da genau die richtige Waffe. Als ob jetzt schon wieder das Telefon klingelt. Oh, ich raste aus. Ja, da wurde ich leider gerade ein wenig gestört. Es tut mir leid. Hallo? Okay, das bringt hier auf diese Distanz eher nichts. Das ist eher so eine Sturmwaffe fürs Haus. Aber wisst ihr, was ich eigentlich mal machen könnte? Interesting, because I thought he was actually an ass-kissing, double-crossing little shit. Das hat was gebracht, glaube ich. So, und jetzt werden wir mit dem Sturmgewehr, denke ich mal, den Rest wieder schnetzeln. Ja, wie gesagt, die Frage ist natürlich, sind das die Lost Verräter oder sind wir eher die Lost Verräter? Oh, oh, jetzt muss ich gucken, dass ich nach hinten komme. Oh, 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 oh. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Spiel ist vom Schwierigkeitsgrad her jetzt nicht das Allerschwerste. Brothers for Life ist auch immer so eine Sache, ne? Ich muss hier ja leider gerade ein paar Leute ein bisschen niederschlachten. Ist das schon fast nicht mehr feierlich, wenn ich ehrlich bin. Wenn man bedenkt, dass die alle bei The Lost waren, ist das meine Ehre. Oh, oh. Ja, natürlich. Und jetzt, ja, ich sag jetzt mal diese zwei Allianzen. Einmal Brian. Oh, oh, der Wagen sieht natürlich auch ein bisschen deformiert aus. Oh, oh, scheiße, hier kommen richtig viele, hier kommen richtig, richtig viele. Zum Glück habe ich mir nochmal Muni gekauft, ohne dass ich wirklich wusste, was das hier für eine Mission wird. Nehme ich mal die hier. Okay, so. Ich gönne mir mal nochmal eine Pipebomb. Na, war nicht so gut. Nehmen wir mal die hier. Na, war auch nicht so doll. Okay. Einer ist hier noch. Das dürfte es gewesen sein. Es sei denn, es... Nee, das ist es wirklich gewesen. Oh Mann. Jage und erledige Brians Fraktion. Ist natürlich krass dafür, dass Brian so gut wie keine Anerkennung im Club hatte, dass ihm sich dann doch so viele Leute angeschlossen haben.
Ich finde, das ist schon ziemlich krass. Upsi, da ist gerade ein bisschen was weggeglitscht. Jetzt muss ich natürlich nur aufpassen, dass sein anderer Spasti da nicht entkommt. Aber der fährt hier wohl oder übel ganz entspannt lang. Oh, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Jim ist auch an ihm dran. Und ich höre schon wieder Radiosender. Ich raste aus. So, wie gesagt, der will nicht abhauen. Aber nicht mit mir. Als ob, ich hab den doch schon... Gib dich zu Jim. So, ja, wie gesagt, der Typ ist auch Geschichte. Wir haben, denke ich mal, Brian seine Fraktion ganz gut, ja, erledigt. Looks like we're about all that's left of the Alderney chapter, man. We don't need numbers, man, we need brothers. And that's what we got left. You, me, Angus, Terry, Clay, brothers. You're right about that. Shit, I wish we pinned down Brian, that little weasel. He'll turn up soon enough. Yeah, maybe. See you soon, brother. Ja, natürlich speichern wir. Ja, wie gesagt, wie Johnny schon sagt, von der alten Gang sind nicht mehr wirklich viele Leute übrig. Und das ist echt mies. Das ist wirklich, wirklich mies. Also, ich sag mal so. Ich hoffe jetzt nicht, dass The Lost daran möglicherweise irgendwann kaputt geht. Ich muss natürlich gucken, dass die Motorräder hier stehen bleiben. Und was ich auch mal machen könnte, ich werde mal kurz... Upsi, das wollte ich gar nicht. Clay, Bikes. Was haben wir denn? Oh, eine Double T wäre natürlich auch mega geil. Aber ich brauche gerade keine Double T. Obwohl, ach, wisst ihr was, zum Zeigen. Zum Zeigen mal eine Dinka Double T. Alright, Road Captain. I'd like you to get me a double. Can you do it? Okay, man. I'll be out soon. Clayton ist auch immer sehr, ich sag jetzt mal, zuverlässig. Also ich hatte das, glaube ich, noch kein einziges Mal, dass ich ihn angerufen habe. Er hat gesagt, ne, hab keine Zeit, Bruder, ich schwöre. Das ist nämlich so ein Rennmotorrad. Sehr cool, wie ich finde. Jonathan, I got your bike. Don't go in totally. Naja, ich kann dir nichts versprechen, mein Freund. Also wie gesagt, das fährt sich wesentlich fixer. Ich kann auch mal den hier machen. Ne, warte. Warte mal. Den hier sah schon ein bisschen lustig aus. Und jetzt machen wir gleich noch eine zweite Mission drauf. Und zwar bei Angus. Den rufe ich jetzt mal an wegen einem Job. Denn bei Angus muss man immer Moppets mopsen. Tell me where I can find a bike and it's yours, Angus. How about that? You just keep knocking them out and you know what? We got another bike lined up. Assholes don't know how much it's worth. They're screwing it up on the beach at Firefly. Good as done. Ah. Still die Angel. Ah, ich weiß ungefähr, welche Mission das ist. Das Problem ist, ich muss mir jetzt erstmal... Ist nämlich ein bisschen weit weg. Ja, schauen wir mal. Ansonsten würde ich prinzipiell mal sagen, wir überspringen die Fahrt und wir sehen uns, wenn wir da sind, weil das ist ja jetzt hier nur Motorradfahren, ne? Das ist ja nicht so spannend. Also wir sehen uns, wenn wir bei der Angel sind. Bis dann. So, liebe Freunde, ich bin jetzt da. Ich muss jetzt natürlich nur gucken, inwieweit sich dieses Motorrad klauen lässt. Denn mein Problem ist nämlich, ich hatte gerade echt ein paar Ruckler. Und ich sehe schon, hier sind überall Gangsters. Also jetzt sind ja keine Gangster, aber das könnten alles potenzielle Feinde sein. Hey, asshole! You're fucking up my new bike! Cool, die klatscht immer noch, dass ich den umgelegt habe. Läuft auf jeden Fall. Ich habe das Bike jetzt laufen natürlich weg und ja, wie gesagt, das ist schon das, was ich gesagt habe. Es könnte jetzt richtig hart laggen. Wenn es zu hart laggt, dann überspringe ich die Fahrt und wir sehen uns halt nur noch am Clubhaus. Ansonsten, oh. Wie gesagt, leider Gottes ist es so, dadurch, dass ich in diesem Gebiet hier noch nie war,
musste das halt erstmal irgendwie vorrendern und aus irgendeinem Grund kommt mein PC, der eigentlich performant viel zu gut für dieses Spiel ist, kommt damit aus irgendeinem Grund nicht klar und deshalb ruckelt das hier jetzt gerade zu eklig. Wir machen das mal so, ich überspringe die Fahrt und wir sehen uns dann direkt am Clubhaus, wenn wir dieses Bike abgeben. Also, bis gleich. So, liebe Freunde, und da bin ich jetzt auch schon am Clubhaus. Ich bin zurückgeruckelt, sag ich jetzt mal. Die Angel ist soweit fertig. Und ja, wie gesagt, also ihr seht schon, es hat echt extrem geruckelt. Ich habe überhaupt... Ja, wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass möglicherweise auch mit der Überlastung meines PCs zusammenhängt, gerade bei diesen heißen Temperaturen, weil der leider nicht gut gekühlt ist. Da muss ich vielleicht mal schauen, dass ich da vielleicht in Zukunft ein neues Gehäuse mit neuen Lüftern und vielleicht auch einen besseren Prozessorkühler bekomme. Ich rufe Angus an. Das muss natürlich noch sein. Angel Motorcycle ready for export, man. That was my end of the deal. I'm cracking open the celebratory pisswasser already. Too cold, brother man. Alles klar. Wie gesagt, das wäre abgeschlossen und damit wäre die Folge auch schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss.